So, schon sind wir beim nächsten Teil unserer Reihe Digital Aviation School. Dieses Mal wird es um die wesentlichen Sachen der Programmierung gehen. Wir werden das Grundgerüst unseres Projektes festlegen und unseren Flieger einbinden. Das ist mehr oder weniger das, was wir im letzten Blender-Video schon gesehen haben. Aber das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen langfristiger aufsetzen. Was wir machen, wir starten die JMonkey Engine und legen uns ein neues Projekt an. New Project. Dann wollen wir ein Basic Game erstellen. Project Name nennen wir mal Digital Aviation School für unser Tutorial. So. Da ist es auch schon. Und als erstes importieren wir uns unser Model unter Digital Aviation School. Und ich habe das Modell, was wir im letzten Video erstellt haben, neu kopiert. Das Ganze habe ich Simple Plane genannt. Und dieses der BGUV-Mapping oder respektive dieses PNG-Bild von diesem beigen Flugzeug entsprechend auch dazu gehängt. So, dann schauen wir uns die Kiste mal an. Da ist sie. Ich hoffe, jeder erkennt sie wieder. Und ja, recht viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, da ist das Ding. Mit entsprechend diesem Mapping dann. Gut, als nächstes gehen wir jetzt in die Source Packages. Hier haben wir jetzt die Main-Methode und hier ist im Prinzip wieder dieser Würfel, den wir nicht mehr brauchen. Den schmeiße ich jetzt gleich raus. Entfernen, den wollen wir nicht haben. Wir wollen ja einen Flieger fliegen lassen und keinen Würfel. So. Wunderbar. Als allererstes wollen wir das Flugzeug einbauen. Es ist jetzt so, da bauen wir uns jetzt eine kleine Methode. Private void init my plane. Das soll jetzt die Initialisierung des eigenen Flugzeugs sein. Langfristig soll der Flugsimulator ja auch automatisch fliegende Flieger supporten. Das werden wir dann in einer anderen Methode machen. Der nächste wichtige Schritt ist, ich möchte diese Spatials und die ganzen Elemente, die hier rumfliegen, nicht hier in meiner Main-Klasse haben, sondern wir werden uns eine eigene Klasse bauen, die alle wichtigen Elemente meines Flugzeugs beinhaltet. Das nennen wir jetzt mal MyPlane und das Ganze wird jetzt mit entsprechend Inhalt gefüllt. Jetzt gilt es eine ganz wichtige Sache zu verstehen. Wenn man in den JMonkey Engine Tutorials sich mal ein bisschen umguckt, dann sieht man, dass diese Spatials eine hierarchische Struktur haben. Das heißt, dass ich verschiedene Spatials aneinander hängen kann. Und das Ganze werden wir hier uns auch zunutze machen. Das heißt, wir werden die gesamten Grafiken, also unser Modell, in eine, nennen wir es mal, virtuelle Node dranhängen. Das heißt, wir werden in unserem Programm eine Node steuern. Und an dieser Node hängt das Flugzeug dran. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir sozusagen einen Referenzpunkt haben und alles, was der Flieger jetzt mitnimmt, das heißt Bomben, Fahrwerk, was auch immer, wird nicht an den Flieger gehängt, sondern an die Node, an der auch der Flieger hängt. Und wenn wir dann die Node bewegen, bewegt sich alles, was dranhängt, entsprechend mit. Das wird uns sehr wahrscheinlich bei etwas komplizierteren Konstrukten dann eben hilfreich sein. Und da bleiben wir dann flexibel. Ein anderer Punkt ist, dass wir dann, wenn wir die Node bewegen, auch relativ zur Node den Flieger nochmal bewegen können, ausrichten können, was auch immer wir machen wollen. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, das eben so durchzuführen. Das heißt, was wir jetzt brauchen ist, innerhalb der Klasse, wobei die machen wir mal public,
Das ist auch so ein Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Bei der ganzen 3D-Programmierung sind wir sehr darauf aus, möglichst performant zu programmieren. Da werden wir das ein oder andere Dogma, was wir üblicherweise beim Programmieren haben, über Bord werfen. Zum Beispiel immer private Variablen zu deklarieren und die mit Getter und Setter dann zu belegen. Das ist eigentlich unnötiger Aufwand, den wir bei der Grafikprogrammierung eigentlich nicht betreiben wollen. Ergo machen wir jetzt hier Folgendes. Public Node, das ist unser Referenzpunkt. Plain Node ist gleich Null, den werden wir nachher dann belegen. Jetzt sagt mir die in Umgebung, dass wir das Ganze, schauen wir mal, wo sind wir denn? Compiled Physics Collision Node, JMonkey Engine Node, das ist sie. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Node drin. Dann werden wir auch eine eigene Variable für den eigentlichen Body haben. Den können wir ruhig private machen. Private Spatial Plane Body. Das ist das eigentliche Flugzeug. Das heißt, das wird unser Modell werden, das wir im Blender gebaut haben. Das initialisieren wir auch erstmal auf Null. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Das ist ein Spatial. Da ist er. So. Das sind jetzt mal die beiden wichtigsten Instanzvariablen und basierend darauf können wir jetzt unseren Konstruktor bauen. Also public myPlane. Und was brauchen wir alles? Wir brauchen ein String mit der Model Definition und dann wollen wir unser Element ja auch platzieren in unserem Raum, initial platzieren. Und das machen wir über einen Vektor 3f initial plane location. So, das ist jetzt erstmal der Rumpf. Wir werden nachher die Argumente noch etwas erweitern. So, wenn wir das Ganze jetzt machen wollen, wir haben hier die Modell-Definition. Das wird der String sein, unter dem wir unsere Assets identifizieren, so wie wir es beim letzten Video auch gemacht haben. Und das ist die initiale Position für die Local Translation. Wenn wir jetzt aber unser Modell laden wollen, dann brauchen wir den Asset Manager. Den Asset Manager habe ich aber hier nicht in meiner Klasse drin, ergo hole ich mir den über die Parameter Asset Manager. Asset Manager. Und was ich noch brauche dann, ich brauche noch die Parent Node, sprich im Wesentlichen wird es sich dort um die Root Node, also um meine Umgebungsroute handeln, wo ich dann eben mein Modell reinklinke. Das ist dann wieder eine Node und Parent Node. Damit müssten wir jetzt im Prinzip alles haben, was wir brauchen. Das heißt, wir erzeugen uns jetzt unser Flugzeug. Plane Body ist gleich Asset Manager, halt, den müssen wir noch importieren. So, Asset Manager und dann Load Model. Und das Ganze soll die Model Definition sein. So, das heißt, hier würden wir jetzt unser Plane Body mit dem entsprechenden Modell laden. Jetzt kümmern wir uns um diese Referenznode. Also, es ist Plane Node ist gleich New Node. Das heißt, das erzeugen wir einfach als leeres Node. Und das Ding setzen wir jetzt auch mit unserer Initial Plane Location in den Ort, welcher auch immer dann beim Aufruf dieser oder bei der Instanzierung dieser Klasse entsprechend angegeben wurde. Also, this plane node set local translation und das Ganze mit der initial plane location
Und dann müssen wir jetzt unsere einzelnen Nodes zusammenhängen. Das heißt, das Plane Node attached child plane body, und dann sagen wir noch parent Node attached child, und das wird dann Plain Node sein. So, jetzt haben wir Folgendes geschafft. Wir haben eine Klasse erzeugt, die einen Referenzknoten hat und ein Spatial, das dann unser 3D-Modell beinhalten wird. Der Konstruktor kriegt jetzt für das Laden meiner Assets alle notwendigen Informationen, das heißt den Asset Manager, dann die Model Definition, dann haben wir ein Parent Node, damit wir sozusagen die erzeugten Nodes in unseren Scene Graph einbetten können, und dann entsprechend noch die Initial Plane Location, dass wir das Ganze entsprechend positionieren können. So, und dieses Ding werden wir jetzt bei initMyPlane eben auch reinladen. Das heißt, an der Stelle werden wir jetzt Folgendes tun. Wir sagen jetzt einfach, ich möchte mein Flugzeug hier initial laden, damit ich später noch Zugriff drauf haben kann. Baue ich mir eine Instanzklasse. Das wird dann sein private my plane ist gleich null. Das heißt, jetzt habe ich hier eine Referenz geschaffen, und das wird hier auch bei init my plane entsprechend genutzt. Also this myPlane ist gleich new, und jetzt muss ich entsprechend meine Elemente oder meine einzelnen Parameter richtig setzen. Also myPlane. Als erstes hatten wir, wenn ich mich recht entsinne, beziehungsweise ich gucke einfach nochmal nach, zuerst den Asset Manager, dann die Parent Node, also Asset Manager, Komma, dann haben wir die Root Node, dann haben wir den String unter Models, dann heißt das Ding, schauen wir nochmal, Simple Plane und Plane J3O, halt Punkt J3O, das heißt die Referenz zu diesem Modell. Und dann brauchen wir noch die initiale Position. Da sagen wir jetzt New Vector 3F, und das setzen wir jetzt mal auf minus 2F, minus 2F, minus 2F. So. Das Ganze auch importiert, und jetzt können wir das hier entsprechend auch aufrufen. Also this init myPlane. Wunderbar. Jetzt haben wir, wir können das jetzt mal laufen lassen. Wahrscheinlich werden wir nicht viel sehen, weil das Licht noch fehlt. So, naja. Ja, ein bisschen Licht ist da. Da sehen wir ihn. Als nächstes kümmern wir uns jetzt darum, dass wir auch das Licht entsprechend erzeugen. Also private void init light and shadow. Shadow haben wir jetzt noch nicht. Das werden wir jetzt in einem anderen Tutorial mal machen. Und jetzt erzeugen wir uns unser Directional Light. Das heißt, ich sage Directional Light. Sun ist gleich New Directional Light. So, ähnlich wie bei diesem anderen Tutorial, was wir schon gemacht haben. Da ist es. So.
Und dann sagen wir sun set direction new vector 3f. Ich glaube, wir haben es auf minus 0,5f gehabt. So. Dann haben wir das Ganze noch normalisiert. Damit wir eine Einheitslänge haben für diesen Vektor, dann sun set color. Und das war white. Und auch das müssen wir jetzt root node attach child und dann sun, damit das Ganze im Scene Graph dann drin ist. So. Halt nicht attached child, sorry, mein Fehler. Add light. So. So viel jetzt dazu. Jetzt müssen wir das hier in der Simple Init App dann noch aufrufen. Also es ist init light and shadow. Und jetzt lassen wir das Ding mal wieder laufen. So. Und schwupps, haben wir da auch entsprechend das Licht da. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genau das gleiche geschafft wie in dem vorausgegangenen Video, in dem Blender-Tutorial. Das heißt, es ist eigentlich nichts Tolles passiert, aber wir haben das Ganze jetzt so aufgesetzt, dass wir später ohne Probleme damit arbeiten können. Also im Prinzip einfach sauberer programmiert. So viel dazu. Im nächsten Video werden wir schauen, dass wir dieses Flugzeug ein bisschen drehen und wenden können. Das wird dann wieder ein bisschen längeres Video vermutlich. Dort müssen wir nämlich das Keymapping machen und uns ein bisschen um die Rotation kümmern und das Ganze vor allem auch einigermaßen natürlich aussehen lassen. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es wieder so ein Halbstunden-Video wird, aber da lasse ich mich selber überraschen. Und bis dahin dann, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.